Willkommen zurück. Würfelglück auf Wildfire-Seite. Los geht's. Wir sind wieder da mit. Yay, hallöle. Yay, Begeisterung nach 2x12. Was kommt? Oh, die Piraten. Oh, eine 7. Oh, eine 7. Cool. Oh. Wen erwischt's? Gut, dass ich nur 7 Karten habe. Aber ja, ab der 8 erwischt's euch jetzt, oder wie? Ja. Also keiner. Ja, aber Boot geht weiter. Und ich darf meinen Barbaren hier bewegen. Den Räuber. So. Hier, ne? Das. Ach komm schon. Dann darf ich noch eine Karte von dir nehmen, willst du mischen? Nö. Und dann nehme ich die. Wo? Da. Kannst du gut brauchen, glaube ich. Oh, ne. Ich weiß, deswegen. Heute hast du genug. Gut. Ja, das war's dort. Also wenn du jetzt aufhörst mit der Runde, dann hat das noch nicht mal 40 Sekunden gedauert. Willst du mich verarschen? Ja, das ist so ein kleines Problem. Hat einer Stein? Ich habe gehört, ich glaube ja, aber die Kosten sind immens hoch. Ja, ich merke schon, du willst immer noch keine Münzen, kein Holz oder ein Buch haben, ne? Nee, mit einem Buch kommen wir nicht weit. 3 sind es jetzt. Ich könnte was bei Schafen machen, aber... Oh, ein Schaf, die klingt auch gut. Dann lass ich mal Herrn Burns den Schrott. Ein Schaf, ich hab... Ein Schaf. Aber wie viel Stein brauchst du denn? Ich könnte dir ein Buch geben. Dir würde ich auch 2 Bücher geben. Also Birds, ich hab mit 3 angefangen. Ich würde nicht so tief stapeln. Nee, weißt du was? Das Buch klingt gut, aber das Schaf klingt so richtig schmackhaft. Ja, ein Schaf habe ich ja nicht. Ich habe ja damals mein Schaf abgegeben. Die alte Geschichte wieder. Ich drehe am Rad. Dieses Schaf wird uns noch bis zum Ende unseres Lebens verfolgen. Also ich könnte dir 2 Bücher. Dir würde ich das Angebot unterbreiten. Ich würde auch ein Buch und ein Stroh annehmen. Den Stroh brauche ich ja leider selber. Ich könnte dir ein Buch und eine Münze angeben. 3 Bücher, Mann. Dann wird's kritisch, das tut mir leid. Okay, dann nicht. Schade. Dann das kommt sowieso eine 7 gleich. Denk dran. So. Entschuldigung, gelb ist nicht Münzen, blau ist Münzen. Entschuldigung. Kein Problem, ich habe ein wachsames Auge aus dir. Weil die Münzen habe ich schon so oft gehabt, dass es mir einfach aufgefallen. So. Im Übrigen, jetzt ist noch jemand mit Stein, ne? Ich bin noch nicht raus aus dem Rennen. Ja, aber du willst ja kein Holz und nicht ein Buch haben. Ja, mit einem Buch werden wir nicht warm, ne? Was haben sie noch? Ja, das andere brauche ich alles. Gut, dann war es das ja. Ah, dann bin ich wieder am Zug. War dann doch wieder 2,5 Minuten, von daher alles wieder gut. Oh, dann. Aber gut, Verhandlungsgespräche brauchen halt auch ein bisschen Zeit. Oh, schließlich muss man sich auch gut überlegen, was man tut, ne? Eine 4, ja, oh, gelb 1. Oh, 1 hab ich. Das stimmt, du hast gelb 1. Oh nein, du bekommst eine Karte. Voll geil. Ach du Scheiße. Ich hab mal wieder nichts. Das ist sehr, sehr toll. Ich muss sagen, meiner Familie geht's grandios. Einer meiner Kinder ist leider gestorben an Hunger. Und ich muss sagen, es sieht auch für das andere Kind nicht so super doll aus. groß viel tun. Groß viel tun kann ich nicht. Obwohl, warum denn nicht? Ich hau eine Straße aus. Dann habe ich wenigstens etwas getan, bevor meine Familie komplett in den Ruin geht. Gebe ich hier mal wieder den Zug weiter. Vielen Dank. Herr Whitefire, können Sie mal bitte dieses Hütchen da, diesen... Merchant, ja, es gibt eine Karte. Die ich ja jetzt habe, deswegen habe ich das wahrscheinlich gerade verraten. Genau, das ist dann der Merch. Und den darfst du dann irgendwo platzieren, wenn du die. Und darfst dann mit der Bank 2-1 handeln. Was heißt auf das irgendwo? Ressource, wo es drauf. Ich kann aber also nicht diesen Räuber wegkicken, zum Beispiel, sozusagen, ne? Nein. Der wäre dann da drauf trotzdem. Okay. Und dann könntest du halt Getreide 2 zu 1 bekommen. Handeln. Hast du es gerade gesehen? Ja. Okay. Gut, danke schön. Ich werde würfeln. Steht auch, you get 1 victory points. So. Ein Piraten, eine Piraten 5. Ich werde mal ausdealen. Ihr habt Karten bekommen. Ja, aber erstmal wird angegriffen. Und die Stärke ist 7 und die. Also wir haben 5 Städte. Kriegst du wieder einen Punkt jetzt? Leck mich am Arsch. Und ich
bekomme einen weiteren Punkt, weil ich die meisten Ritterkraft eingesetzt habe. Übel, Mann. Wir müssen, also ganz ehrlich, da müssen wir mal was dagegen warten. Ja, aber das ist nicht schön, wie viele Karten ich gerade auf Hand habe. Okay, okay. Also, der Merchant wird gespielt von mir. Das ist ja die Karte, die ich gerade bekommen habe. Hier steht, place the merchant on land hex next to your settlement or city. While the merchant remains here, you may trade the resource 2-1. Genau. Und witzigerweise hast du den Merchant um vorhin auch schon. Ist eigentlich völlig egal, ob ich den jetzt auf das Feld hier stelle oder auf das hier, oder? Warte, ich muss dann nehmen. Ja, da wo halt deine Stadt ist, ist eigentlich egal. Gut. Jo. Ich werde sozusagen 2-1 für Weizen dann. Jo. Wobei, ja, doch kann ich machen, weil die. Der Merch ist übrigens sehr OP. Ja, das heißt aber auch, dass unsere Soldaten jetzt alle umgedreht werden, ne? Okay. Und jetzt kann ich irgendeine Ressource nehmen und ich werde mir Lehm nehmen. Habe ich in der Zeit nicht so oft gehabt. Und werde meinen Soldaten upgraden. Mit Stein und Schaf auf Level 3. Das heißt, diesen Strong Knight schmeiß ich mal raus und nehme einen Mighty Knight. Und den möchte ich mit diesem Weizen aktivieren. Kann ich dich jetzt da kicken? Nein, erst in der nächsten Runde und du würdest den nicht kicken, sondern verschieben. Weil da noch ein Platz frei ist. Stimmt. Okay, so einfach. Okay, auf jeden Fall habe ich schon mal guten. Ich bin zufrieden mit meinem Zug. Alles gut. Ich beende diesen Zug. Dankeschön. Gut. Dann würfeln wir mal keine 7. Doch, eine 7 wäre jetzt gar nicht schlecht, glaube ich. Ne, eine 7 wäre. Also ich fühle die 7. Nee, ich nicht. Guck mal. Eine 12. Vorher haben wir noch drüber geredet. Oh. Sehr schön, Mann. Ich sag dagegen nichts. So, ich darf mir wieder eine meiner Wahl nehmen. Pff, Alter, wie viele Karten auf der Hand hast, ey. Ja, Mann. Das ist nicht schön. Ich bin so hart am Arbeiten, dass ich die mal loswerde und du da drüben erstickst den Karten. Ich werde mir eine Stadt bauen. Was wiederum bedeutet, dass ich. Da hast du gewonnen, ne? Gewonnen hab. Okay, alles da. 13 Punkte. Puh, war ein langes Spiel. Wie bitte? Ach, danke. War ein langes Spiel. War ein sehr langes Spiel. Ich muss sagen, von der Einführungsgruppe super, super interessant. Ich habe viele Sachen genannt. Erstmal meinen Glückwunsch an dich, Whitefire, hast du gut gespielt. Vielen Dank. Ich muss aber wirklich sagen, das habe ich irgendwann, hab damit ja gemerkt, Grün ist fucking OP, Mann. In diesem Spiel ist Grün, also dass du dir in jeder Runde, wo du nichts bekommst, einfach irgendwas nehmen kannst, ist ja Schlaraffenland. Weil es gab, ich habe 4 Runden nacheinander gehabt, wo ich vielleicht 1 oder 2 Karten bekommen habe. Dann hatte ich noch diesen blöden Räuberfuzzi. Und das Schöne ist ja, obwohl du den Räuber auf deinem Feld stehen hast, ja, kannst du ja, das ist ja für dich ein Bonus fast, weil du dadurch eher noch die Chance hast, nichts zu kriegen. Stimmt, und somit kannst du dir irgendwas nehmen. Und in der Zeit, wo dieser Räuberfuzzi bei dir auf dem Feld stand, hast du immer die Karten nehmen können, weil du nichts bekommen hast. Und das war eigentlich ein Vorteil für dich in dem Falle. Und du siehst es ja auch, du hast jetzt mich, ich habe gerade mal einen Punkt gemacht in der Zeit, wo du mich, du das Doppelte von mir in Punkten gemacht hast. Und die Straße hast du gebaut mit den Punkten, das hast du auch durch die Ressourcen gemacht, wo du einfach die ganze Leben dir holen konntest, wo du noch nicht mal eine Stadt hast, außer die 5 da oben, die aber nie kam. Also ich muss schon sagen, dieses grüne Ding, also ist jetzt nicht schlecht, aber holy shit, ich werde in Zukunft, ich finde tatsächlich grün leveln. Gelb noch ein bisschen besser, weil du halt immer 2-1 tauschen kannst. Ich kam zu spät für mich. Wie gesagt, der Merchant kam zu spät. Ich habe auch nicht die Chance gehabt. Und ganz ehrlich, Mr. Burns hat einfach nur scheiße viel Pech gehabt. Ja, das stimmt. Aber obwohl ich sagen muss, jetzt gerade der Zug war gut. Wollt ihr mal eure Karten noch aufdecken? Wie geht denn das? Wie kann man denn seine Karten aufdecken? Einfach aus der Hand ziehen. Kann ich irgendwie alle auf einmal machen? Würde ich auch gerade sagen. Ja, einfach. Okay. Wie einfach hier? Auf dem Spielfeld die Karten nicht, die du unten in deine Anzeige hast. Hier. Okay, weil mich würde nochmal interessieren. Warum hast du zum Beispiel das Buch nicht benutzt für. Genau, du hättest das Buch einsetzen können und das Stoff auch.
Genau. Das grüne Schaf habe ich gerade erst bekommen. Achso. Okay. Und Und traden mein Buch konntest du hat nicht, weil du mein. noch keinen Hafen hattest? Und mein Gehirn war fürs Buch wohl zu dumm. Ich dachte die Ja. ganze Zeit, man braucht zwei Bücher fürs Erste. Nee, Meine so Nerd, das so. ist ein. Deswegen hat mich das vorhin irritiert, wo er dir ein Buch und Münzen angeboten hatte, weil du hättest sofort die 1 und die 1 voll machen können Ja, bei vor allem Blau mit und bei zwei Grün. Büchern wäre der direkt dann auf zwei schon, ne? Genau, und deswegen habe ich den Deal hätte ich angenommen. Ich hätte einfach dieses, was war das, Stein, glaube ich, Ja, ein Stein gegen gegen zwei Bücher. Bücher, genau. Hättest du drei Stück, hättest du gehabt und sofort die hochballern können. Also das hatte ich auf jeden Fall gemacht. Aber ich denke, das liegt auch daran, dass man, A, es ist spät, wir haben jetzt wirklich schon lange gespielt. B, war das, glaube ich, für eine Einstiegsrunde extrem interessant und lange. Also wir haben natürlich auch durch die vielen Erklärungen und die blöden Fragen, die ich immer stelle, ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als ich Ja, als was auch normales. halt hier der Punkt war, wahrscheinlich, warum er nicht so viele Ressourcen bekommen hat, waren seine Startgebäude, ne? Wenn du hier mal überlegst, er hat an der 12 gesetzt, hier die 6, die Unlucky. war halt gut, Aber ja. die 6 ist halt, guckst du mal an, Die die 6 6 ist ist. echt selten gekommen, Ey, ich hatte Glück. Ich habe sehr viel Weizen bekommen. Das, die da oben, wo die auf die 8 gesetzt habe, da habe ich richtig oft. 5-3 kam super oft. Haben wir ganz oft gewürfelt. ja. Ja, Und die 11 kam sehr oft, die 11 und die 8. du hast, ja, Das waren Holz hast du so, ja Masse auch bekommen. Und das, ich habe, ich also aber Holz auch, habe ich ne? Siehst echt du, durch viel meine Stadt bekommen. hier, ey. Und was mich aber wirklich überrumpelt hat, war am Ende, du hast gewonnen in meinen Augen durch die Verteidigung der Barbaren. Die Barbaren kommen Ja, habe ich auch unglaublich zwei oft. Punkte extra bekommen, ne? Ja, also ich denke, du hast sogar 3 oder 4 Mal den Punkt dafür bekommen. Oder waren es Ja, zwei? zweimal. Okay. Aber die Barbaren haben einen recht hohen Anteil an dem Sieg meiner Meinung gehabt. Ich hatte, da muss ich auch sagen, da hätte ich mit Sicherheit früher aufgestockt, hätte ich die Mechanik dahinter besser verstanden. Aber das ist nur eine Übungssache. Das ist einfach nur, weil Ja, man es halt noch richtig. nicht so Also ich kennt. muss tatsächlich sagen, die Erweiterung habe ich bis jetzt nur zu zweit gespielt und das auch nur zweimal oder so. Okay. Jetzt am Samstag werde ich das mal zu viert spielen. Ja, nee, also ich muss wirklich sagen, erstmal ein herzliches Dankeschön an euch beide, an Wildfire ganz klar, dass du die Idee dazu hattest, dass du auch dir da sehr viel Mühe gegeben hast, um das mir zu erklären und auch mir dreimal nacheinander immer wieder erklärt hast, wie das mit den Punkten auf den blauen Feldern funktioniert. Es ist einfach, das Das wollte einfach nicht mein Chat, Problem, wie verstehst gesagt, du? Das ich war spiele einfach eine, eine ich mag das Blockade. Spiel so weit von und wie gesagt, ich spiele das auch in Real Life immer am Spielabend. Und dann natürlich danke an Mr. Burns fürs mit dabei sein und an alle, die bis zur letzten Folge da draußen durchgehalten haben und sich das jetzt reingezogen haben. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr so ein Spiel auf eurem Kanal annehmt und euch das auch wirklich mit anguckt. Ich möchte jetzt noch eine Sache tun und zwar den Flip, Table Flip, nur der ist ausgegraut, ich weiß nicht warum. Aber bei mir geht er. Dann flippt Ne, bei jemand dir die. kommt, dass du dann zu schwach bist. Was meinst du, schwach? Permissions. Ich versuche, ich Table. glaube, es liegt daran, weil ich Letzter Ei. bin. Ich glaube, Ja. da kann ich den Tisch schon flippen. Dann Jetzt würde ich darfst du sagen, halt. zum Abschied gibt es einen Table Flip und die Mal letzten sehen. Worte gehören dir, Mr. Burns, als letzter in diesem Spiel. Also aus der Tatsache, dass meine Familie gelitten hat und meine Tochter gestorben ist, sage ich mal, mal gucken, ob ich den Tisch umschmeißen kann. Ob ich stark genug bin, ich meine, ich habe lange nichts mehr gegessen. Das muss sehen. Oh ja, doch, das ging doch relativ gut. Ich bedanke mich fürs Mitspielen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Bock habt, auch mal dabei zu sein, kommt bei mir auf den Discord in den Game Talk, schreibt mich an oder sagt mir Bescheid. Und dann dürft ihr auch mal den Tisch durch die Gegend schmeißen. Macht's gut, wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. Tabletop Simulator. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.